Moin liebe Schicksal und willkommen zu diesem neuen Video. Ambitious Card Routine. Zuschauer zieht eine Karte, unterschreibt sie und sie springt immer nach oben, wenn wir sie ins Deck hineinschieben. Der erste Trick, den ich vorführe, wenn mich jemand fragt, hey, du bist doch Zauberer, kannst du nicht mal einen Trick vorführen? Ich habe hier den Leo neben mir sitzen und anhand von Leo werde ich euch jetzt meine Ambitious Card Routine vorführen. Kurz vorweg direkt, das wird ein völlig anderes Video. So eins habe ich noch nie gemacht, weil alles, was ich euch jetzt erkläre, habe ich euch schon erklärt. Das hier wird eine Trick-Erklärung, aber ich rede fast nur über die Theorie dahinter. Die Sache ist, wir haben das Video schon aufgenommen. Der Leo weiß schon alles, was passiert. Das Problem ist, ich habe das Videomaterial verloren. Innerhalb von einer Stunde, es war einfach weg. Es war weg. Ich habe mir gerade Programme geholt, mit denen man gelöschte Papierkörbe wiederherstellen kann. Er findet Dateien von 2016. Aber dieses verdammte Aber nicht Video das nicht. Eine Video, das wir letzten Abend gedreht haben. Deshalb jetzt nochmal von vorne. Ich hoffe, mir fällt alles wieder ein, was wir gestern gesagt haben. Weil es war so gut. Es war so locker. Ja, es war, schön. Boah. Es war wirklich aber schön die gewesen. Ganze Arbeit machen wir für euch, weil ihr endlich meine Ambitious Card Routine wollt. Ihr spammt mich seit Jahren und Monaten voll damit. Bitte zeig uns deine Ambitious Card. So, liebe Freunde, mache ich meine Ambitious Card kurz vorweg. Jeder von euch muss sie an sich anpassen. Wenn ihr lustige Typen seid, macht eine lustige Ambitious Card. Wenn ihr ernste, mysteriöse Magierrollen spielt, macht eine ernste, mysteriöse Ambitious Card. Ja, es sollte zu euch passen. Das hier ist meine. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lieber Leo. Ja. Du hast da den Chico, aber alles gut. Lass ihn ruhig auf deinem Schoß. Ja, geht das? Ich gebe dir mal das Deck in die Hand. Misch mal die Karten erstmal so durch, wie es dir gefällt. Ja, bring sie einfach durcheinander. Also gut, okay. Ja. Hauptsache, die sind Hauptsache Chaos. Ich glaube, Chico will mitmischen. Mitmischen will er. Okay, und du siehst, ich habe hier einen Stift und ich würde dich einmal bitten, nimm dir eine Karte und unterschreib sie. Du bist Zeichner, zeichne was drauf, du Animateur. Ja, der Leo macht krasse Animationen. Ja, sehr schön. Er zeichnet einfach auf die Blanko-Karte. Ehre. Okay, ich gucke gar nicht hin. Das ist Der Leo ist Animateur, liebe Freunde. Der macht ganz, ganz, ganz krasse Parodien, Animationen, YouTube-Kacke-Videos. Also checkt seinen Kanal auf jeden Fall aus. Link ist in der Videobeschreibung. Der macht ganz heftige Sachen. Und er hat beispielsweise mein Merch designt. Also danke für die ganze Zeichnung, lieber Leo. Und bist du fertig? Das ist die Mr. Hamsterfresse tatsächlich. Der Leo hat hier im Prinzip sein Kanalsymbol gezeichnet, richtig? Ja, gib mal her. Da ist er. Der Mr. Hamsterfresse. Im wahrsten Sinne. Das war leider nicht ganz im Video. Aber okay. Okay, ist okay. Bist du zufrieden mit deiner Zeichnung oder willst du was ergänzen? Du bist happy? Ich bin happy. Okay, pass auf. Wir schieben sie ins Kartenspiel hinein. Okay. Leo. Ich hab mich gerade wieder gefühlt. Okay. Wäre das nicht krass? Wäre das nicht krass, wenn ich jetzt meinen Finger schnippen würde und deine Karte wäre oben? Obwohl du gerade gesehen hast, wie ich sie in die Mitte gesteckt habe. Wäre das krass? Das wäre echt krass, ja. Guck mal. Da ist deine Karte. Gut. Du weißt, ich bin Zauberer. Du weißt, ich kann mogeln. Und du hast gestern, ich hab gestern aufgepasst. Den Move du weißt, was Sache ist. Ja. Deshalb nochmal, ganz langsam. Schau genau hin, dass du nichts verpasst. Ich hatte deine Karte genommen. Ich hatte sie in das Deck hineingeschoben. Ich hatte meinen Finger geschnippt. Ah, ich hatte voll gedribbelt. Ich hatte meinen Finger geschnippt und gesagt, wäre das nicht krass, wenn sie jetzt oben wäre. Und dann habe ich gesagt, verdammt, das wäre extrem krass. Und natürlich ist sie wieder nach oben gesprungen. Ja, die Hamsterfresse. Ja. Das ist wichtig, dass du es unterzeichnet hast, beziehungsweise selbst gezeichnet hast, weil du weißt, das gibt es genauso nur einmal auf der Welt. Ich kann jetzt nämlich nicht, wenn es die Herz 4 wäre, einfach sagen, okay, ich schnippe meinen Finger und oben drauf liegt eine zweite Herz 4. Mhm. Das geht durch die Unterschrift nicht, ja? Deshalb macht man das. Aber du hast den Move die ganze Zeit nicht gesehen. Mhm. Kannst du mir einen Gefallen tun? Schau jetzt bitte ganz genau hin. Ich habe einen geheimen Move gemacht. Verpass ihn bitte nicht, okay? Guck auf den Move, schau. Ja. So, die Sache ist, der Leo hat gestern aufgepasst, der weiß, was gerade passiert ist. So, und jetzt, tada, hallo, und jetzt lacht er. Das Problem ist, er hat gestern gesehen. Es war gestern so schön! Ja, das Ding ist halt, du hast mich eben schon wieder misdirected. Ja? Obwohl ich es gar nicht so... Sehr schön. Also, du hast also diese Bewegung, ich gucke automatisch dahin, obwohl ich weiß, dass du gerade was anderes machst. Nee, das ist wirklich eine sehr mächtige Sache. Ja. Aber... Jetzt habe ich die... Hier, du sprichst das Wort Misdirection an. Ich habe dich abgelenkt. Ich sag, guck den Move an, ich lenk dich ab. Ja. Finale. Wir machen es jetzt ganz, ganz, ganz sichtbar. Okay, hier gibt es keinen Move, den irgendwer verpassen kann. Hier ist deine Hamsterfresse. Ich knicke deine Hamsterfresse, okay? Wir knicken den. Und du siehst, kannst du knicken, wie die gebogene Karte in der Mitte. Pass auf, ich ziehe sogar den Fokus etwas nach vorne weiter. Warte mal. Nee, das ist nach hinten. Hier, da ist der Fokus, hier vorne. Da, so, dann könnt ihr es besser sehen. Achtung. Ah, ja.
Du siehst meine Perspektive, ihr seht die Kameraperspektive, du siehst ganz sauber. Yeah. Ich lege deine gebogene Karte in die Mitte. Du siehst, wie sie gebogen ist in der Mitte. Du siehst ganz genau, wo sie ist. Ja. Simpel. Und du siehst ganz genau den Moment, in dem sie nach oben springt. Achtung, eins, zwei, drei. Und oben liegt sie. Abnormal. Guter Move, ne? Richtig krank. Da ist sie. Yes. Die Hamsterfresse. Ja, liebe Freunde. Und so läuft meine... Ups, das ist falsch. Da, so läuft meine Ambitious Card Routine ab. Wie ich das Ganze mache und meine Theorie dazu, die gibt es jetzt nach dem krassen Intro. Danke, lieber André, fürs Erstellen. Kommt das Intro von oben und unten? Also macht es so... oder? Kann ich es machen, wenn es soll. Ja? Ja. Ich glaube, da kommt's. Nee. Okay. Ich glaube, da kommt. Nee. Oh, kack. Oh, mein Gott. Der Chico ist ja erschrocken. Oh, sein Ohr ist verdreht. So, jetzt ist es gerade. Sein Ohr ist fair trade. Liebe Freunde, die Ambitious Card Routine. Ganz, ganz, ganz mächtige Routine. Geht zurück in der Form erstmal, dass man es so vorführt auf Daryl. Also Daryl hat zumindest die erste so richtig krasse, würde ich jetzt mal sagen. Der Daryl, der nur Daryl heißt. Der Daryl, der heißt nur Daryl, ja. Der heißt einfach Daryl. Mit kein Vor- und Nachname, der heißt einfach Daryl. Nein. Ich werde euch jetzt ganz genau Schritt für Schritt erklären, wie ich das gemacht habe. Aber die einzelnen Schritte im Detail habe ich alle schon erklärt in Videos. Im Prinzip ist das hier nur eine Zusammenfügung vergangener Videos. Und ganz viel Theorie dazu. Ambitious Card Routine. Wichtig, ihr gebt dem Zuschauer am besten das Deck in die Hand und er kann sich eine Karte raussuchen, die ihm selbst gefällt. Und ihr sagt ihm am besten eine, wo viel Platz drauf ist, dass du was draufschreiben kannst. Ein Ass oder eine 2 oder so. Ja, da ist viel Platz zum Schreiben. Das macht es den Zuschauern einfacher. Aber wenn ihr jetzt einen König nehmt, da sieht man dann die Unterschrift nicht so gut. Leo hat es ganz schlau gemacht, er hat sich die Blanko-Karte genommen und da einfach sich selbst drauf gemalt. Besser kann es nicht laufen, dadurch ist die Währung sowas von einmalig, die Karte. Phase 1 habe ich euch letzte Woche genau deshalb erklärt, weil ich wusste, ich mache jetzt dieses Video hier, der Marlowe-Tilt. Der Marlowe-Tilt, kurz vom Prinzip her, läuft so ab. Die oberste Karte ist hier in getilteter Position. Ich nehme die Karte vom Leo. Ich tue so, als würde ich sie ins Deck stecken, aber eigentlich... Das ist ein Mikrofon. Hast du das Mikro abgeleckt? Das Mikro abgeschlabbert. Ich tue so, als würde ich die Karte in die Mitte schieben, aber eigentlich schiebe ich sie nur an zweite Stelle. Ich mache einen Dribble, um das aufzuräumen und fertig. Jetzt ist an zweiter Stelle die Karte von Leo und das kann ich dann revealen, wie ich das will. Den Marlowe-Tilt habe ich euch erklärt letzte Woche, lieber Leo. Kannst du das Video einmal kurz herholen? Ist es das da? Ja, das, genau das. Genau, Marlowe-Tilt-Tutorial, richtig. Kurz zur Theorie dahinter. Cool. Wann machen wir den Tilt? Ihr gebt dem Zuschauer ja die Karten. Er gibt euch alle zurück. Ihr gebt ihm den Stift und er soll hier draufmalen. Oder was draufschreiben, seine Signatur, wie auch immer. Ihr habt alle Zeit der Welt, um ganz in Ruhe den perfekten, zeitlupensauberen, auf den Millimeter genauen Tilt zu machen, so wie ihr das möchtet. Weil alle gucken, was zeichnet er da drauf. Aber wenn ihr in einer Gruppe von 10 Leuten seid und ihr sagt einem, zeichne da was drauf, was auch immer du willst, alle wollen sehen, was zeichnet der. Niemand guckt euch auf die Hände. Ja. Okay? Alle gucken hier hin. Ihr habt alle Zeit der Welt, um euch hier den Marlowe-Tilt zu holen, so dreckig, wie ihr nur wollt. Der Zuschauer gibt euch die Karte zurück. Ihr macht den Marlowe-Tilt. Vielleicht einmal kurz hier reinstechen und dann zack. Und Dribble. Aufgeräumt. Die Karte ist jetzt an zweiter Stelle. Eins, zwei. Da ist Leos Karte. Jetzt sage ich nicht, deine Karte ist oben und enthülle sie ist oben, sondern ich stelle eine Frage. Das macht es so viel interessanter. Ich frage Leo. Und das ist ganz wichtig, achtet mal auf meine Gestik, wenn ich sowas mache. Ich schnippe immer oder ich mache immer den Finger hoch. So viele fragen mich, Matti, wie kriege ich das hin, dass die Leute nicht dauernd auf meine Hände gucken? So. Oder so. Ganz simpel, ihr tippt ihn an, pass auf. Automatisch gucken die euch in die Augen. Die können gar nicht anders, ja, wenn ihr ihn antippt und sagt, ey. Das ist ein Reflex. Ich kann alles machen. Ich tippe dich an. Ich kann hier Passes machen. Ich kann machen, was ich will. Ich muss jetzt aber keinen Move machen. Wenn ich wollte, ich muss gleich einen Double Lift machen. Dazu sage ich gleich was. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt Augenkontakt herstellen und ganz nur diesen mega hässlichen, den hier könnte ich jetzt machen. Weil alle mich angucken. Weil ich eine Frage stelle. Ich würde es nicht empfehlen. Mach den sauberer. Egal. Ich sage jetzt nicht, deine Karte ist oben, sondern ich tippe dich an. Alle gucken auch, weil es zieht auch die Aufmerksamkeit der Leute, wenn ihr den antippt. Ja. Wäre das nicht krass? Wenn jetzt deine Karte oben wäre. Dadurch, dass sie die Frage stellt, engagiert ihr die Zuschauer. Die Zuschauer sind jetzt Teil des Ganzen, weil sie müssen antworten. Sonst steht die Frage leer im Raum. Die Zuschauer müssen Teil des Ganzen werden, sich beteiligen und sagen jetzt, joa. Ja, schon. Die sagen jetzt nicht, oh mein Gott, das wäre der krasseste Trick ever. Aber die sagen, joa. Ja. Und ihr sagt, ja? Und ihr macht einen Double Lift.
und enthüllt, dass die Karte oben wäre. Natürlich habt ihr hier zwei Karten umgedreht. Double Lift, dublieren bedeutet, wir nehmen zwei Karten und tun so, als wäre das eine Karte. Aber eigentlich, wie gesagt, sind es zwei. Und das habe ich euch schon erklärt, lieber Leo. Oh, warte. Chico, guck mal da. Kommt was. Ich glaube, das sind die dämlichsten Infokarten, die wir hier gemacht haben. Ja, in der Infokarte da oben habe ich euch den Double Lift erklärt. Ja. Und ja, genau, jetzt ist es auch schon wieder weg. Oh, genau, Chance verpasst, aber ihr könnt auf das E-Symbol klicken. Schaut euch mein Double Lift Tutorial an. Ich erkläre da eine einfache Variante. Und das Larry Jennings Snap Double, das ist etwas eher was für die etwas Fortgeschritteneren. Sieht halt ganz nett aus so. Phase 1 ist jetzt vorüber. Der Zuschauer hat gesehen, ihr habt die Karte ins Deck gesteckt. Ihr habt den Finger geschnippt, Double Lift, die Karte ist oben. Und jetzt ist ganz wichtig, wie wir weitermachen. Denn man sagt in der Zaubertheorie, mach niemals einen Trick zweimal. Wenn eure Zuschauer sagen, kannst du es nochmal machen, dann sagt ihr bitte immer, tja, hättest du mal aufgepasst, ein guter Zauberer macht seinen Tricks leider nur einmal. Aber ich kann dir was anderes zeigen, pass auf. Ihr lenkt ab, ihr macht einen anderen Trick, die Leute haben vergessen, dass sie das zweimal sehen wollten. Jetzt wiederholen wir das aber. Und das ist ja eigentlich gefährlich, weil der Zuschauer jetzt... Warum soll der denn den Trick zweimal nicht sehen? Weil der Zuschauer weiß jetzt, was er zu erwarten hat. Er weiß jetzt, was passiert. Und beim zweiten Mal würde er viel genauer hingucken. Und alle Moves, die er vorher irgendwie komisch fand, da würde er jetzt doppelt und dreifach hingucken. Und das wollen wir ja nicht. Das Schöne ist aber, jetzt kommt Phase 2. Und ich gestalte es gerne so, dass Phase 2 genauso aussieht wie Phase 1. Ich mache aber was völlig anderes. Es sieht aber so aus, als wäre es dasselbe. Und das macht es wieder so undurchschaubar, weil die Zuschauer denken, sie müssen jetzt auf den Tilt achten. So, ihr wisst, was ich meine. Natürlich wissen sie nicht, dass ein Tilt ist, aber ihr wisst, was ich meine. Aber damit verarschen wir ihn. Nämlich, zwei Karten. Es ist ein Double, okay. Ich sag, deine Karte springt nach oben. Ich habe jetzt wahrscheinlich, du denkst jetzt, ich habe irgendwelche versteckten Moves gemacht oder so. Ja, deshalb, natürlich, dass du es genau siehst, dass ich nicht irgendwelche fancy Moves mache. Pass auf, ich nehme mir die Karte und das ist jetzt ja hier eine andere, weil ich ja ein Double hatte. Das ist jetzt eine ganz andere Karte. Der Zuschauer glaubt, es wäre seine. Und ich imitiere jetzt mein Malo-Tilt. Ich mache dasselbe wie beim Malo-Tilt, nur dass ich es diesmal sauber mache. Ich sage, deine Karte kommt ins Deck. Und ich expose jetzt sogar zum Zuschauer. Ich drehe mich zum Zuschauer. Er sieht, dass die wirklich in der Mitte ist. Das habe ich vorher ja nicht gemacht beim Tilt. Aber der Zuschauer weiß nicht, dass ich es vorher nicht gemacht habe. Und er könnte im Nachhinein darauf schwören, dass er es immer genau gesehen hat. Guck, ich schiebe sie ins Deck rein. Oder schieb du sie sogar bis zum Schluss. Schieb mal bis zum Schluss rein. Perfekt. Wenn ihr gutes Zuschauermanagement habt, macht das. Das ist noch besser. Pass auf. Du siehst, ich mache nichts. Ich schnipp nur meinen Finger und jetzt ist die Karte wieder um. Okay? Aber ich drehe jetzt nicht einfach die oberste Karte um und enthülle sie so, sondern bei der Enthüllung von Phase 2 gehe ich jetzt schon über und bereite schon Phase 3 vor. Was meine ich? Kurz, das schiebe ich kurz ein. Wie viele Phasen von der Ambitious Card machen wir? Wie oft lassen wir die Karte nach oben springen? Ein Trick sollte bitte niemals, wenn er auf einem guten Niveau ist, er sollte niemals linear sein. Ihr wollt immer eine Spannungskurve. Ihr wollt Höhen und Tiefen. Ihr wollt Abwechslung. Und der Zuschauer soll mehr und mehr heiß drauf werden. Wenn ihr die ganze Zeit, ich schiebe sie ins Deck, sie springt hoch. Ich schiebe sie ins Deck, sie springt hoch. Ihr macht den cleansten Control der Welt. Aber euren Zuschauern ist das egal, weil die nicht wissen, dass ihr den cleansten Control der Welt macht. Die wissen nur, zum siebten Mal, zum achten Mal, die kommen nach oben. Macht das bitte nicht, okay? Macht bitte niemals linear. Macht bitte immer eine Steigerung rein, okay? Deshalb sind bei mir alle Phasen immer anders und ich toppe es immer, okay? Meine Phasen toppen sich immer gegenseitig. Jetzt bereite ich Phase 3. Ich mache 4 Phasen, das reicht mir völlig. Alles klar. 4 Phasen, das geht 2-3 Minuten. Warum mache ich die Ambitious Card direkt am Anfang? Der Zuschauer sagt, hey, kannst du mir einen Trick zeigen? Und ich will ihn ja sofort davon überzeugen, weil er kennt mich ja nicht als Zauberer. Er weiß nicht, bin ich ein Guter oder bin ich ein Schlechter. Ich muss sofort ihn überzeugen, dass ich was drauf habe. Und es dauert halt 10 Sekunden. Ich zeige ihm eine Karte, ich schiebe sie ins Deck, sie ist oben, bam. 10 Sekunden, der Zuschauer weiß, was ich drauf habe. Und dann gehe ich noch weiter. Und 3 Minuten geht die Routine und nach 3 Minuten ist er schon voll verblüfft und hat gelacht und hat was Unglaubliches gesehen. Mehr will ich gar nicht haben. Ich könnte jetzt schon zum nächsten Zuschauer gehen. So, weil das reicht schon. Aber kurzer Recap, ich habe jetzt viel Hintergrund erzählt. Noch einmal zurück zur Routine. Ich hatte jetzt die Karte an zweiter Stelle. Ja, ich hatte ja das Double. Ich habe die falsche Karte genommen, habe sie ins Deck geschoben, den Finger geschnippt und sag, wenn sie jetzt wieder oben wird, du hast ja, ich habe ja hier nichts gemacht, du hast ja gesehen, alles unsichtbar, das wäre noch krasser, oder? Das wäre Baba. Weil jetzt hast du genau hingeguckt. Richtig gut. Und was ich währenddessen mache ist, und ihr hattet das vorhin angesprochen, hier, Augenkontakt. Während ich Augenkontakt mit ihm habe, buckle ich jetzt die unterste Karte, halte einen Break,
mach einen Swing Cut, enthülle mit der gebreakten Karte hier, zack, deine Karte ist nach oben gesprungen, droppe sie auf die Karte und bin ready für mein Card-to-Mouth, kann sie hier reinschieben, zack, kann sie in den Mund laden, bam. Das ist ja meine dritte Phase. Ich habe schon wieder drauf geschaut. So, das ist die dritte Phase. Das ging jetzt sehr schnell. Ich habe euch das ganz ausführlich erklärt, Leo. Na, hältst du mal kurz? Ja, ich halte mal kurz den Hund. Ja, die ist doch schon lange da, die kommt doch so schnell, und da ist sie schon drin. Ja, da oben könnt ihr euch mein Tutorial zum Card to Mouth angucken. Klickt euch da rein. Ist schon wieder weg, ne? Ja, ist schon wieder weg. Ich verlinke euch aber alle Videos auch in der Videobeschreibung, okay? Also da. Ja. Da. Ja. Sagen wir mal da. Okay. Ist besser. Also aber noch einmal. In etwas langsamer. Ja. Die Karte ist ja jetzt oben gelandet. Oh, der Leo macht mit. Sehr schön. Ja, und zwar mit deinen geilen Nocturnes. Oh, mit den Nocturnes. Sehr schön. Nocturnes. Die Karte ist oben. Ich hole mir einen Break über der untersten Karte. Ich könnte jetzt einfach so kann ich machen. Oder ich mache es halt gerne mit Backe, weil dann ist es 100% sicher. Ich halte mit dem Daumen den Break. Ja. Ich hebe eine Hälfte in die andere Hand ab von oben. Swing Cut. Ich drehe mit dieser Hälfte, in der ich den Break halte, drehe ich die Karte um und sage, bam, deine Karte ist wieder nach oben gesprungen. Und so, Olli, der Meme-King. Der Meme-King. Ja, ja, ja. So, und jetzt pass auf. Jetzt lachen die Leute und denken, krass. Der Meme-King. Die sind jetzt noch nicht so mega verblüfft, aber die sind schon so, not bad. So, und während ich die Karte jetzt wieder umdrehe, droppe ich die Karte mit dem Break, okay? Das heißt, ich drehe die um und lasse hier die Karte fallen währenddessen. Wie gesagt, das habe ich euch genau erklärt. Lernt es bitte nicht aus diesem Video, lernt es bitte aus dem Erklärungsvideo, okay? Denn jetzt kann ich sagen, okay, einfach reinwerfen. So. Ach, der Arme mit seinem Knie. Genau. Jetzt mache ich nämlich einen One-Handed-Fan. Bam. Ja. Schieb die Karte hier rein. Und jetzt ist hier die Zuschauerkarte. Ja. Zack. Die Zuschauer gucken hier hin. Ding. So. Also hier. Ja, genau. So. Warum machen wir das? Wir haben jetzt plötzlich, und das passt halt zu mir, das ist meine Ambitious Card, ich erkläre euch, wie ich das mache. Jetzt habe ich den Matti-Humor mit drin, weil ich es liebe, meine Zuschauer so ein bisschen, jetzt nicht vorzuführen, jetzt nicht zu verarschen, aber so ein bisschen mir so einen Scherz zu erlauben mit meinen Zuschauern. Ich liebe das, das bin ich, das ist mein Charakter, ich pranke gerne, ihr kennt das von meinem Kanal, ich verarsche gerne, ich mache so meine Späßchen und deshalb, das passt perfekt zu mir, dieses Element. Und jetzt passt auf. Wenn ich einen Zuschauer habe, ich misdirect ihn, die Karte ist im Mund, er lacht sich schlapp. Kurz, erstmal zum Ablauf, ich schiebe die Karte hier rein und jetzt habe ich für mich festgestellt, ich bin ja Hobby-Cardist. So ein ganz bisschen Cardistry kann ich. Ich mache hier einen Bullet-Flicker, mache den hier, der jetzt nicht geht, ich ganz geändert gerade habe. Ich mache einen Tarier-Cut und das ist für mich genau das perfekte Timing. Jetzt entspanne ich. Die Leute denken, hä? Gucken mich an, sehen die Karte im Mund und realisieren, oh, die haben die ganze Zeit auf die Hände geguckt und dachten, boah, hat das was mit dem Trick zu tun? Das sieht ja krass aus und haben voll vergessen, dass es schon gelaufen ist. So, das ist ein cooles Element für die Zuschauer. Das ist so für mich das Timing. Ich habe wirklich verschiedene Flourishes ausprobiert. Ich wollte an dieser Stelle Cardistry machen und ich habe festgestellt, Flicker Bullet ist für mich irgendwie genau richtig von was, hast du eine falsche Karte jetzt? Ich habe mich gerade selbst verarscht. Hä? Wo ist der Meme King hin? Egal. Da ist er. Ja. Da ist er ja. Ja, okay. Also, was soll ich denn machen? Ich lenke die Leute ab. Ja. Ihr könnt auch einfach die Karten mischen hier unten. Fertig. Auf jeden Fall lenkt sie ein bisschen ab, sorgt für ein bisschen Zeit. Die Leute gucken euch in die Augen, lachen sich schlapp. Wie lange nehmen wir auf? Oh, schon wieder viel zu lang. So, jetzt haben wir ein Problem. Wenn ich jetzt an einem Tisch sitze und da sind 15 Leute und ich mache das für den Zuschauer, der links von mir sitzt, bam, 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 der lacht sich schlapp. Das Problem ist, in diesem Moment hier, zack, es gibt einige, die am Tisch sitzen, die gucken auf die linke Hand und die sind völlig gefühlt davon, dass die Karte in meinem Mund ist. Es gibt einige, die lassen sich so gut ablenken, die lassen sich wirklich auf diese 30 cm ablenken. Es gibt aber auch Leute, die werden das jetzt sehen, dass ihr die in den Mund nehmt. Was mache ich dann? Matti, einer hat mich erwischt. Ist doch der Hammer. Ist doch mega witzig, weil ich schiebe die hier rein, lade die währenddessen in den Mund und dann, alle gucken hier hin, ich mache hier meine Moves, ich gucke direkt in die Runde und suche Augenkontakt mit denjenigen, ich weiß, irgendwer hat mich erwischt, immer. Und ich suche Augenkontakt mit der Person, oh, und ich mache den hier. Ich zwinker. Oder ich mache, wie auch immer, auf jeden Fall weihe ich die Zuschauer, die mich erwischen, mit ein. Und das macht es noch cooler für alle, weil am Ende die lachen und die lachen, weil sie es schon vorher wussten. Und alle sind verwirrt von der so, hä? Ist ja, das ist Magie. Dieses Zwischenmenschliche, alle lachen miteinander und alle haben Spaß an diesem Moment. Alle freuen sich gerade dran. Das ist für mich Magie. Wenn ihr die mit ins Boot holt, dann vertrauen sie euch auch für die nächsten Tricks noch viel mehr, weil ihr sie ja im Prinzip auf eure Seite zieht.
okay, das ist super wertvoll. Das heißt jetzt nicht, ja, flasht ruhig alle Tricks, ihr zieht die auf eure Seite, das meine ich jetzt nicht. Aber wenn es unvermeidbar ist, spielt damit. Statt Panik zu haben und nervös zu sein, im Gegenteil, macht euch locker. Das ist der beste Moment für mich von der Ambitious Card. Ich mache nachher noch ein Finale, das einfach von der Verblüffung her noch mehr toppt, aber das ist mein Lieblingsmoment. Kurze Entspannung, die Leute lachen. Alle freuen sich. Hast du gerade wirklich runtergeguckt? Leute, ihr könnt Menschen so einfach kontrollieren. Ihr braucht gar keine Sorgen haben. Ey, die gucken mir immer auf die Hände. Was ist denn los? Das kann doch nicht sein. Wichtige ist, performt nicht frontal für die Leute. Wenn ihr so ein bisschen seitlich ist, ist viel besser. Seitlich könnt ihr den hier machen. Weil frontal machst du halt so. So, das ist halt blöd. Aber wenn ihr seitlich seid und ihr seid hier, pass auf. Und jetzt, der Leo hat mir hier auf die Karte, ich hätte hier jetzt alles machen können. Ich kann sagen, okay, siehst du deine Karte hier irgendwo? Habe ich schon vorbereitet. Oder der Hex-Hex-Trick. Ich kann sagen, siehst du hier deine Karte irgendwo? Und zack, und schon habe ich die Karte plötzlich am T-Shirt. Ich will jetzt gar nicht verraten, wie es geht. Alle, die das Shirt nicht bestellt haben, seid schuld. Wunderschönes Element. Ganz viel, ja. Ganz viel Theorie, aber das ist wichtig. Solche Theorievideos sind auch wichtig. Leo, kannst du einmal kurz mit dem Zeigefinger in die Ecke da drücken? Oh ja, klar, natürlich. Ja, perfekt. Da kam jetzt nämlich meine Zauberei-Theorie. Ja, Zauberei-Theorie-Playlist. Ich habe einige Videos, wo ich wirklich ganz viel Hintergrundinfos raushaue. Okay, jetzt haben wir 4 von 5 Infokarten. Eine brauchen wir gleich noch. Jetzt habe ich deine Karte verloren, ich Idiot. Jetzt kommt nämlich das Finale. Wir haben Card-to-Mouth gemacht. Die Leute lachen. Zack, tada. Perfekter Moment. Wir haben jetzt nämlich einen Punkt gesetzt. Vorhin habe ich gearbeitet mit Fragezeichen. Jetzt arbeite ich mit Punkt. Warum? Ich entspanne mich, sitz hier, ich hatte den Spaß meines Lebens, alle lachen, die lachen über die lachen über die Karte im Mund. Diese Karte muss ich jetzt an zweite Position. Ich könnte jetzt wieder einen Tilt machen, die Karte an zweite Stelle und ich schnippe meinen Finger und sie ist um. Aber das ist ja Phase 1, das wäre ja blöd für die Leute. Was mache ich stattdessen? Ich habe hier gerade Card to Mouth gemacht. Alle lachen, alles ist entspannt, es ist ein Punkt. Niemand guckt mir auf die Hände, weil sie glauben, der Trick ist vorbei. Und ich nehme die Karte und tue sie an zweite Stelle. Das ist dreist. Und Leute, ich mache das seit Jahren bei jeder Show, zu der ich gebucht bin, bei jeder Hochzeit, bei jeder Firmenfeier. Ich habe das vor Hunderten von Leuten gemacht. Es hat mich noch nie einer erwischt. Bevor ihr ankommt mit, ey Matti, das ist voll visible. Ja, von der Kamera, klar, eine Kamera kannst du nicht foolen damit. Eine Kamera verzeiht einem nichts. Aber Leute, wir performen nicht für Kameras. Wir zaubern vor Menschen. Und Menschen lachen in diesem Moment, weil sie hier die Karte sehen. Alle lachen, sind entspannt. Und es sieht sogar aus dem Augenwinkel, sieht es aus, als würde ich sie oben drauf legen. Ja, definitiv. Es sieht so aus, als wäre sie oben. Ihr legt sie einfach an zweite Stelle, ja? Ich schiebe die oberste ein bisschen zur Seite, lege die drunter und halte einen Break, okay? Ich halte einen Break, weil ich gleich das Double mit dem Middle Grip von oben nehmen will. So will ich das Double gleich halten. Ja, das sind 2 Karten hier. Das sieht sogar, wenn man nur flüchtig drauf wenn guckt, man sieht das auch so das schon. Sieht auch, das sieht direkt aus, als würdest du die ganz oben drauf legen. Weil die halt bündig werden am Ende, so. Das ist krass. Okay? Ja. Wir legen die jetzt an zweite Stelle. Das habe ich jetzt gemacht. Ja. Und Folgendes getan. Jetzt kommt dieser Pop-Up-Move. Ich hatte die Karte gebogen und die gebogene Karte kam in die Mitte und ich schnipp meinen Finger und sie ist oben. Leo, ein letztes Mal, erweist mir bitte die Ehre. Ich will sie. Time to say goodbye. Okay, ja gut, jetzt ist sie auch schon wieder weg. Ja, da ist dieses Element, dieser Pop-Up-Move, bei dem ihr die Karte nehmt, ihr biegt sie, bla bla bla, war da oben verlinkt. Klickt auf das Symbol, wenn ihr die verpasst habt, weil ihr unserem schönen Gesang gelauscht habt. Alle Videos sind in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr das gleich nach dem Video lernen wollt. Also, was passiert jetzt von der Theorie her? Wir haben gerade alle gelacht. Ich habe angefangen mit, pass auf, ich nehme die Karte, ich schiebe sie ins Deck, locker, flockig, energisch, wie ich halt bin. Bin ein junger, lustiger Magier, so, ja, so ein lockerer. So, ich komm zu manchen Anlässen nicht mal im Anzug, viele Zauberer, nur im Anzug. Ich komme nicht mal im Anzug, ich komme manchmal so im Shirt und mit Cappy, einfach so, weil ich bin halt ein junger Zauberer. Das ist mein Image. Das ist doch cool. Ja, das ist mein Image, ich bin jung, casual, so ein bisschen Street Magics. Ich war locker. Dann habe ich meine Humorseite gezeigt. Wir haben alle gelacht, unseren Spaß gehabt. Das wäre jetzt aber linear. Da ist auch diese Linearität. Es wäre jetzt die ganze Zeit, ja, ich bin der lustige, lockere, junge Typ. Jetzt muss eine Änderung passieren. Und jetzt, wir haben gelacht. Ich werde ernster. Ich werde ruhiger. Ich habe gerade laut geredet. Alle lachen. Und ich sage... Und in dem Moment, die Leute wissen, ich will noch was sagen. Alle werden ruhig. Und alle gucken. Ich habe die volle Aufmerksamkeit. Ich sage, wisst ihr was? Jetzt rede ich ruhiger, weil wenn man etwas leiser redet, dann müssen die Leute noch besser zuhören und es wirkt noch spannender. Alle gucken konzentriert und hören genau zu. Aber wenn wir leise reden, dann wirkt es wichtiger, als wenn ich die ganze Zeit einfach nur rumbrülle. Okay, das heißt, wir haben gerade gelacht, die Karte war hier,
So, die klatschen. Ich hole meinen Applaus, bringe die Karte schon an zweite Stelle, habe die letzte Phase schon vorbereitet. Und jetzt sage ich, wisst ihr was? Ich habe die ganze Zeit die Moves versteckt. Die ganze Zeit. Und dann habe ich euch gesagt, guck auf den Move. Und das war ja alles Ablenkung. Ich habe euch ja voll verarscht. Ich will es jetzt ganz sichtbar machen. Ich werde ruhiger, ernster. Denn jetzt möchte ich trotzdem zum Schluss was Unmögliches, Mysteriöses, Magisches mit auf den Weg geben. Das ist für mich Magie nämlich auch. Wir lachen zusammen, haben Spaß an der Sache, aber es muss auch magisch sein. Ja, es muss unerklärlich sein, weil wir sind Zauberer. Das wollen wir. Ich habe hier den Break, hier ist das Double. Ich nehme im Biddle Grip von oben das Double, halte es so zu den Zuschauern, zeige es einmal. In der Bewegung ein bisschen schneller, also jetzt nicht so, aber ein bisschen schneller, dass nicht irgendwer von der Seite sieht, dass es ein Double ist. Falls irgendwer hier, so wie der Leo, ganz nah an mir ransitzt. Du hast wieder hochgeguckt, weil ich so gemacht habe. Sau stark. Ja, dass nicht irgendwer seitlich sieht, dass es ein Double ist. Deshalb würde ich es dir so zeigen. Ja. Oder würde ich es so machen. Ich würde es so machen. Ja, dann sieht das keiner. So. Ich weiß auch nicht. Ihr zeigt das Double. Und jetzt macht ihr den Move, den ich euch erklärt hatte. Ich erkläre es jetzt nicht. Ja? Wir biegen die Karte. Das ist ja ein Double. Das sind ja zwei Karten, die ich hier gewogen habe. Ich streife die falsche Karte in die Mitte. Und ich werde ganz ruhig. Und ich halte es den Leuten hin. Und ich sage, schaut genau. Ihr seht alle die gewogene Karte. Ja? Und alle sagen, ja. Pass auf. Ich jetzt nicht. Schau mal. Ihr seht ganz genau. Alle ja. Und ich kommentiert nicht zu viel. Diese mächtigen Momente, da müsst ihr gar nichts sagen. Da spricht die Magie voll für sich. Und ihr macht einfach nur, ohne Kommentar, ohne nichts, einfach nur. Absolut. Und die Leute machen. Absolut. Die kriegen riesige Augen. Alle gucken. Nein. Aber, ist ja jetzt noch nicht sicher, es ist jetzt Schrödingers Karte. Mhm. Ist es die Karte? Ist es sie nicht? Und ich enthülle es wirklich so. Ich schaue sie mir erst selbst an. Und zeig sie dann den Leuten. Weil da habe ich noch so ein doppeltes Spannungselement. Also, Mann, zeig sie uns endlich! So, ja? Also. Die Leute rasten aus. Ich krieg meinen Applaus. Ich habe was Mystisches gehabt zum Schluss. Und jetzt, ganz wichtig, das ist super. Es ist mir wirklich wichtig, Freunde. Hört mir bitte zu. Viele fragen mich, ey, Matti, wenn du Karten unterschreiben lässt, dann kannst du das Deck doch nicht benutzen. Da sind doch haufenweise unterschriebene Karten drin. Nee. Ich gebe die Karten raus. Aber nicht einfach nur so, hier, kannst du behalten. Das machen viele. Hier, kannst du behalten. Wenn euch jemand sowas in die Hand drückt, wo eure eigene Unterschrift draufsteht, kannst du behalten, dann schmeiß ich weg. Aber ihr gebt ihm eine Bedeutung. Jetzt hört mal zu, das ist jetzt ein Pro-Tipp, okay? Ihr gebt das den Leuten in die Hand und sagt, und schau mal, diese Karte wirst du jetzt immer mit diesem Moment verbinden. Behalt die bitte, häng die bitte an den Kühlschrank. Nee, tu sie dir bitte ins Portemonnaie. An einen Ort, den du immer siehst. Bitte tu mir den Gefallen. Und immer, wenn du die Karte siehst, denk dran, dass die Magie in den kleinen Dingen steckt, wie magisch solche kleinen Dinge sein können. Ja? Du wirst die Magie nie vergessen. Und dann gebt ihr dem Ganzen eine Bedeutung. Oder ihr sagt als Schlusssatz dann noch, und immer wenn du die siehst, wirst du immer an mich denken. So, und nur mit so kleinen Zwinkern, wenn ihr es bei den Mädels macht. Ja. Meine Nummer steht ja jetzt zwar nicht drauf, aber gebt mich einfach auf YouTube ein. Ich habe eine Viertelmillion Abos. Nimmst du das für drei? Nein, ja, ich nehme so drei. Ihr wisst, was ich meine, okay? Gebt dem Ganzen eine Bedeutung, gebt es raus, denn die Leute werden es wirklich immer mit euch verbinden. Und zwei Jahre vergehen, die haben 2 Jahre in ihrem Portemonnaie oder am Kühlschrank hängen, schon eingestaubt, sehen es immer wieder. Und dann sind sie bei der Hochzeitsplanung, weil die haben jetzt die Liebe des Lebens gefunden und wollen heiraten. Und du bist es nicht. Ja, aber aber sie erinnern sich an euch. Und dann seid ihr diejenigen, die sie buchen. Und dann habt ihr noch wieder ein bisschen Cash verdient. Und Cash ist immer gut, oder? So, Geld ist nett. So als Mensch ist Geld immer nett. Ihr investiert eine Karte, aber habt am Ende ein ganzes Hochzeitsbudget. So einfach nur nett. Das wäre doch eine schöne Sache. Ja, ja. Das ist mein ambitious Card-Routine, Freunde. Also, danke, Leo. Da, bitte. Vielen Dank. Ich danke dir. Danke, Chico. Aber der hat die Augen jetzt zu und Schild. Der pennt. Ehre. Dankeschön an euch, dass ihr mir jetzt brav zugehört habt. Wer bis hierhin zugehört habt, der schreibt bitte in die Kommentare rein. Leo schnüffelt gerne Deo. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin alles zugehört habt. Und also, nur, wenn ihr nicht geskippt habt. Wie oft ich das früher gehört habe. Echt? Alter. Leo, nimm mal Leo. Sorry. Tut mir leid. Hörst du das gerade wieder hoch? Oh, das hat gerade aufgehört. Sorry. Ja, Freunde. Nur, schreibt das aber nur in die Kommentare, wenn ihr nicht durchgeskippt habt, sondern wenn ihr aufmerksam zugehört habt. Dankeschön. Vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn ihr mich unterstützen wollt. Abonniert unsere beiden Kanäle, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und das Symbol zu seinem Kanal schwebt jetzt genau bei seinem rechten Nippel. Da? Bei deinem rechten. Ich dachte, spiegelverkehrt. Nee, es ist eine Kamera, das ist kein... Achso, da! Da! Tschüss. Ja, Ende. Was ist das denn? Ich hab mir die Kappe aufgezaubert.